Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. So, ich habe jetzt im Übrigen erfahren, was ich in diesem Dungeon zu tun habe. Ey Leute, ich könnte mir vor den Kopf hauen, wirklich. Ihr werdet gleich wissen, wieso, sobald ich dort angekommen bin, wo wir hin müssen. Aber ehrlich, ey. Ich habe mir... Wow, stimmt ja. Ich habe mir am Ende einfach nur gedacht... Wieso bin ausgerechnet ich da nicht direkt drauf gekommen? Das soll mal einer verstehen. Oh, hallo. Menschenknochensplitter, her damit. So, jetzt frage ich mich aber, wäre es nicht sogar besser? Komm, ich versuche mal so durchzulaufen. Oh, scheiße. Oh je. Jetzt. Oh, oh. Oh, oh, oh. Okay. Nice. Die werden jetzt schön vom Feuer geröstet. Wobei, die werden dann ja wiederbelebt, oder? Oder auch nicht. Das ist jetzt die Frage. Die werden eigentlich theoretisch immer wieder vom Feuer umgebracht, aber die werden nicht endgültig getötet. Naja, reicht eigentlich. Auf diese Art und Weise werden sie mir vom Leib gehalten. Ups. Und ich mache mal natürlich wieder lauter Kardinalsfehler. So, da. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen, was die Lösung war? So unfassbar banal wie auch einfach. Aber komischerweise folgen die mir nicht, obwohl das Feuer jetzt mittlerweile weg ist. Aber der eine will jetzt doch nochmal zu mir kommen. Ah. So. Bäm. Und nochmal. Bäm. So. Also wie ihr gerade eben gesehen habt, die Lösung war... Draufhauen. Draufhauen. Jetzt mal ganz im Ernst. In so vielen Videospielen ist es schon passiert, dass ich irgendwo nicht weiterkam und mein erster Impuls, wenn mir irgendein Item gefehlt hat oder irgendein Ausrüstungsgegenstand, sonst irgendetwas. Ich habe irgendein Item, das ich noch nicht hatte, gebraucht. Was war dann dennoch mein erster Impuls, um eventuell doch noch weiterzukommen an der Stelle? Draufhauen. Ich habe dann immer draufgehauen. Ich verstehe nicht, wieso ich hier das nicht wenigstens einmal probeweise versucht habe. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Da ärgere ich mich jetzt schon so ein bisschen drüber. Goldene Rune. Weil das ist ein Gedanke, den hätte ich eigentlich haben müssen. Aber ausgerechnet an der Stelle, wo mir dieser Gedanke hilfreich gewesen wäre, wo er mich weitergebracht hätte... Ausgerechnet da denke ich nicht dran. Ausgerechnet da habe ich diesen Gedanken nicht. Warum? Weil ich so darauf fokussiert war, einen Hebel zu finden, der dieses Ding abschaltet? Ach Leute, ich weiß es selber nicht, aber eins sage ich euch. Geärgert hat es mich schon offscreen. Zwischen dem letzten Part und diesem. Und naja. Ja, habe ich mir gedacht, dass das auch nochmal ein Skelett wird. Oh Mist. Wow. So, das nehmen wir mit. Und dich machen wir weg. Puh. So. Wer das erledigt. Naja, ich. Ihr versteht jetzt aber wahrscheinlich meinen Ärger. Wie gesagt, das habe ich schon bei so vielen Videospielen einfach gehabt. Einfach mal aus Verdacht, einfach so draufhauen. Aber natürlich hier kam mir der Gedanke nicht. Warum auch immer. Ach Gottchen. Achtung Hebel, ja schon klar. Was haben wir hier? Eine Kerze, okay. Na dann. So. Damit sollte ich, jawohl, die schwere Tür geöffnet haben. Ich kann wieder direkt zurücklaufen, aber solange die mir nicht noch vorher einen tödlichen Bolzen in den Körper jagen, nicht.
Gut. Alter Vater, Leute. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich weiß, ich wollte eigentlich mich nicht mehr drüber aufregen. Aber dieses Verständnis, das mir jetzt gerade fehlt. Ne? Dass ich das so viel oft probiert habe und ausgerechnet jetzt, wo es richtig ist, mache ich es nicht. Ach Gott, Leute, okay. Ich höre schon auf. Ich wiederhole mich die ganze Zeit. Meine Güte. So. Schwere Tür. Da sehe ich den Bossnebel. Moment, was war da? Heilige versuchen. Und umso mehr preiset werfen. Okay. Feuer versuchen. Blutverlust versuchen. Ich würde sagen, Magie versuchen. Hallo. Friedhofsschemen. Wow. Wow. Hau Scheiße. Hallo, Slenderman. Du hast dich ein kleines bisschen... Du hast dir ein bisschen mehr Baumwurzeln anwachsen lassen, ey. Oh, Mann. Oh, Gott. Warum hat der... Aua. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Gott. Ich habe Angst davor, was passiert, wenn er mich erreicht. Oh, 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 oh. Oh, Scheiße. Nice. Geschafft. Alter. Asche von Lutel dem Kopflosen. What? Okay. Wait a second. Das ist eine Beschwörungsasche? Ich fass es nicht. Legendäre aschene Überreste. Der, hiermit ruft ihr den Geist von Lutel der Kopflosen. Der Kopflosen. Oh. Der Geist einer kopflosen Ritterin, die die Soldaten des Mausoleums anführt, schleudert eine Spektrallanze des Todes, Alter. Lutel opferte ihr Leben, um im Tode einen seelenlosen Halbgott bis zu seiner Auferstehung beschützen zu können. Für ihr Opfer wurde sie als Heldin mit einem Erdenbaumbegräbnis geehrt. Oha. Ich würde sagen, ich probiere das mal aus. Auch wenn es mir schwerfällt, mich von meinem kleinen Hündchen zu trennen. Aber, na, wir schauen mal. Was haben wir denn hier? Wurzelharz. Noch irgendwas? Noch mehr Wurzelharz? Immer noch keine Chaos. Finger versuchen? Hehe. Eieieiei. Boah, das war aber auch echt ein creepy Boss. Er hat nicht viel ausgehalten. Er war auch wieder leicht zu schlagen. Aber verdammte Axt, der war furchteinflößend. Mein erster Gedanke war wirklich Slenderman, der ein bisschen zu lange im Wald herumgewandert ist. Wo man vorher vor ihm weglaufen musste. Und da hat er sich so ein kleines bisschen zu sehr mit den Bäumen vereinigt, die in diesem Wald waren. Eieieiei. Und ja, die Art und Weise, wie er sich auch bewegt hat, diese riesigen weißen Augen. Nein, danke. Okay, aber wenigstens war er schnell down. Puh. Der Magie sei Dank. Halbinsel der Tränen, ja, ja. Aber vorher ruhe ich mich hier noch einmal aus. Damit ich wieder sämtliche Tränke aufgefüllt kriege. So. Als nächstes würde ich sagen, wir machen fein systematisch weiter mit dieser Ruine. Dann ist hier scheinbar noch was. Und dann hier, 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 hier. Da ist bestimmt auch noch was. Sieht auf jeden Fall markant aus. Hier vielleicht, hier, hier. Also wir haben noch ein bisschen was zu erkunden auf der Insel. Vielleicht lässt sich auch noch der ein oder andere Dungeon finden. Bin ich sehr gespannt drauf. Moment, da war ein leuchtender Schädel. Hä? Perfekt. So. Das war also der Boss von einem Grabmal, das in der Nähe von so einem Erdenbaum liegt. Auch krass. So, hier ist schon mal der Pfad, den ich hier hinunter reiten kann. Da ist mein Wegpunkt. Boah, da könnte ich eine extrem große Menge an Tieren erledigen. So,
So. Einfach nur, weil ich das Gefühl habe, diese Bestienknochen können mir nochmal nützlich werden. Keine Ahnung, wie viele davon ich am Ende brauche. Aber deswegen sammle ich ja auch die ganzen Blumen und Früchte und sonstigen Materialien ein, wenn ich gerade dran vorbeilaufe. Weil ich nie weiß, wie viel davon ich demnächst noch brauchen werde. Deswegen am Anfang immer erstmal sämtlichen Shit einsammeln, den man in der Welt sieht. Am Ende könnte man vielleicht sogar von dem, was man braucht, zu wenig haben. Weiß man bei solchen Open-World-Spielen, wo Crafting möglich ist, ja nie. Ruinen des Gräberwalls. Okay, wir haben schon mal einen Weg nach unten. Hi. Alter. Ich dachte zuerst, das wäre einfach nur ein kleines wildes Tier. Naja, ist es ja eigentlich auch theoretisch. So. Na komm, so. Puh. Eng. So, was haben wir hier für Überreste? Bestienleber. Ja, lecker. So, damit müsste der Wegpunkt verschwinden. Oh, ich dachte, das wäre ein leuchtender Schädel. Den wollte ich mir schon mal mitnehmen. Was zur Hölle? Was war das denn jetzt gerade? Das klang so, als ob eine... Wow. Boah, hier gibt es eine Menge von denen. Das klang gerade so, als ob eine Glocke lebendig geworden wäre und einen Hilfeschrei oder einen Verzweiflungsschrei aussenden würde. Wirklich so, als hätte eine Glocke plötzlich Stimmbänder gekriegt. Das ist so der Gedanke, den ich bei dieser... Alter, den ich bei diesem Geräusch gehabt habe. Hi! Na, da hat aber jemand eindeutig auf mich gewartet und mich hat, hat mich vielleicht sogar gehört, wie ich runtergekommen bin. Wow, hi! So. Okay. Jawohl. Heilung wieder aufgefüllt. So. Kein Geheimnis voraus. Oh. Ja, wie gesagt, wenn, dann sollte ich auch natürlich mit dem Schwert das Ganze überprüfen. Und hier, warum immer Lügner? Hä? Wahrscheinlich waren bei irgendeinem Server, bei sämtlichen Mauern, irgendeine Nachricht, die einem gesagt hat, ja, hier ist eine versteckte... Also, hier ist ein versteckter Pfad. Keine Falle voraus, Lügner voraus. Ich sehe nicht, wie sie sich bewegt. Okay. Schwingensense. Eine neue Waffe. Wäre schon krass, einen Magier mit einer Sense durch die Gegend laufen zu sehen, oder? Was zur Hölle ist dieses Symbol da links? Das sehe ich, ich weiß nicht, ob ich es zum ersten Mal sehe, aber ich, es fällt mir jetzt gerade einfach auf. Das Symbol da links, das wie ein Grabstein ausschaut. Okay. Ist dieses Symbol in der Nähe, wenn ich, keine Ahnung, auf einen Grabstein zureite? Irgendwie sowas? Gut zu wissen, dass es, Wow! Holy shit! Was? Ich dachte, ich spiele Elden Ring und nicht Shadow of the Colossus. What the hell? Daher kommt das Glockengeräusch. Ja klar, wenn so ein Riesenviech eine Glocke auf dem Rücken trägt, hin und her, oder? Ist es überhaupt nicht? Doch, es ist ein Riesenviech, es bewegt sich. Und die Glocke hängt ihm unten dran.
Was? Alter, Leute. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was zur Hölle? Und was machen die denn da unten? Okay. Sehr, sehr bizarr gerade. Kommt das Viech jetzt auf uns zu oder tritt es nur auf der Stelle hin und her? Sehr merkwürdig. Ja, ich habe das Gefühl, das Ding läuft immer hin und her. Ohne ein richtiges Ziel zu haben. Krass. So, Moment. Erst einmal reite ich hier entlang. Da scheint wieder irgendetwas zu sein. Hier habe ich ja schon alles. So. Oh Gott, das sind wieder diese Würmer. Oh nein. Okay. Oh oh. Und Wems und Wems und Wems und Wems. Ruinenfragment, Ruinenfragment. Zack. Und zack. Die droppen auch zu 100% immer ein Ruinenfragment. Gut zu wissen. So. Siegelgefängnis der Klagen. Untersuchen. Siegelgefängnis betreten? Ich weiß nicht. Oh nein, ich Idiot. Ah. Das war jetzt Overkill. Tja. Und sonst befindet sich hier eventuell so eine Art Küste. Wow, was zur Hölle ist das da unten? Ja geil, und der rollt ins Meer oder was? In die Nähe von dem Viech. Was ist denn das? Ja, jetzt ist das Ding eh weg, okay. Da brauche ich mein Leben nicht riskieren und da runter zu springen. Zu diesem, was auch immer es ist. Oh. Schon sammeln, perfekt. Boah. Das Viech hat mich jetzt auch auf dem falschen Fuß erwischt. So ein Riesenvieh. So, ich würde sagen, bevor ich das Siegelgefängnis betrete, suche ich mir lieber einen Ort der Gnade hier. Und sieht aus, als wäre ich fündig geworden, oder? Hier könnte doch durchaus ein Ort der Gnade sein. Vierte Kirche von Marika. Aha, seht ihr? Hab ich's doch gesagt. So, haben wir hier wieder... Ja, eine heilige Träne. Nice. Okay, schauen wir mal, ob wir jetzt... Ups. Ob wir jetzt zwei von den heiligen Tränen brauchen, um uns aufzuleveln. Ach Mann. Um die Leistung zu verbessern. Flaschen. Verstärken. Ach krass. Ich brauche immer noch nur eine Träne. Wow. Hätte ich nicht gedacht. So, goldene, ja, nicht genug goldene Saat, habe ich mir gedacht. Stufenaufstieg reicht leider noch nicht für ein Level up. Waren da draußen nicht noch zwei Gegner? Ich meine, ich hätte welche gesehen. Oh Gott. Warum sind die kopflos? Oh oh.
Ja, das hat ja was gebracht. Wow. Okay, Mausoleum Soldatenstulpen. Na, immerhin. So, ich würde natürlich auch gerne näher wissen, was es mit dem Viech auf sich hat, aber zuerst möchte ich das Siegelgefängnis betreten. Oder soll ich lieber damit warten? Moment. Ich erledige erstmal so viele Würmer, bis ich genug Runen habe. Ich glaube, ich brauchte 6200 irgendwas. Sprich, mit 6300 wäre ich auf der sicheren Seite. So, und sobald meine Runen etwas niedriger sind, mit anderen Worten, wenn ich nicht kurz davor bin, ein ganzes Level up zu verspielen, dann würde ich sagen, begebe ich mich in das Siegelgefängnis und schaue, was darin ist. Okay, 6301. Perfekt. Machen wir weiter. So. Jetzt einmal aufleveln. Ups. So, jawohl. Und zwar nehme ich dafür am besten wieder Weisheit. Und danach kommen wieder Kraft und Geist an die Reihe. Gut. Da bin ich jetzt gespannt. Was mich darin erwarten wird. So, untersuchen, betreten. Das Siegel des Wichts ist noch aktiv. Heißt was? Das Siegel des Wichts ist noch aktiv. Also muss ich vorher noch irgendetwas anderes machen, bevor ich hier rein kann. Na, super. Mist. Ist das vielleicht das Siegel des Wichts? Wäre so ein schön ironischer Name. Hi, na, was geht ab? Oh, da ist er, der Turm. Endlich kann ich zurückkehren zu unserer Heimat, gehüllt in goldene Strahlen. Er guckt in die Richtung. Falls er den Turm meint, müsste er eigentlich ein bisschen mehr nach links schauen. Na gut. Hallo. Ich kann das Viech ja nicht mal anvisieren. Wie soll ich dann da drauf klettern, geschweige denn es besiegen? Ah. Na komm schon. Sturmwind. Mist. Das muss doch gehen. Das gibt's doch nicht. So. Pardon, eine kurze Unterbrechung. Okay, machen wir weiter. Irgendwo hier wird es einen Weg weiter nach oben geben. So. Jetzt bin ich schon so weit. Was tut man nicht alles? Aber von hier aus kann ich ja genauso wenig drauf springen. Das ist das Problem. Entweder ich muss dieses Ding etwas näher an mich ranlocken. Oder ich warte, bis es näher dran ist. Automatisch hierher läuft sozusagen. Oder ich besiege es. Aber ich habe ja gar keine Anvisierpunkte. Das gestaltet das Besiegen schon ein bisschen schwerer. Was zur Hölle ist das? Ja, geil. Das Viech badet in dem Wasser. Oh, Schande.
Oh Mann, das macht ja gar nichts. Jetzt ist er etwas verwundbarer. So. Na komm. Ah. Und zack. Erledigt. Wow, Igitt, was zur Hölle ist das? Weg mit euch. Wow, 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 wow. Na toll. Okay, ja, damit wäre dieser See sozusagen abgeschlossen. Finden tue ich hier leider nichts. Warum leuchtet die hier so krass? Okay, preiset Nachricht und dann Achtung, etwas Ungeheuerliches. Oh oh. Falsche Flasche. Zack. Ist gut jetzt? Oder kommen noch mehr? Ja, gut. Weg hier. Ohne Scheiß, ich werde jetzt die ganze Zeit dieses Glockengeräusch hören und ich werde mich die ganze Zeit fragen, geht es nicht auch etwas leiser? Oh, 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 nein, 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 hör auf! Du Sau! Magier-Schwertpeitsche, wow! Oh Mist. Au. Was zum... Ach Mann, ich habe auf meine Gesundheit jetzt auch ein kleines bisschen weniger geachtet. Dammit. Marikas Pfahl. Okay, jetzt aber. Oh Mann, Mann, Leute. Ist schon krass. Und dieses eine Viech will mir jetzt einfach nicht aus dem Kopf. So, jetzt erstmal meine Runen wiederfinden. Da hinten, perfekt. So. Perfekt, bin an denen vorbeigeritten. Schön vorsichtig, jawohl. Oh, hi. Na toll. Oh Mann, ich habe auch immer den Overkill-Zauberspruch ausgerüstet. Mist. Naja, er langt ja auch für solche schwache Gegner. Turm der Rückkehr. Okay. Da müssen wir uns kurz von Sturmwind trennen. Und dann sehen wir oben mal etwas genauer nach. Oh. Ah. Diese Angewohnheit mit Viereck zu interagieren statt mit Dreieck wird mich noch oft genug in die Bredouille bringen. So wie jetzt zum Beispiel. Das gibt's ja nicht. Bei der nächsten Leiter mache ich exakt den gleichen Fehler? Ernsthaft? Eieiei. Oh, hi. Das gibt's doch nicht. Ich habe immer den Overkill-Zauber ausgerüstet, obwohl ich das gar nicht will eigentlich. Das mache ich auch immer, ohne es zu wollen. Na, oh, scheiße. Okay. Falle voraus. Warum immer Falle? Lustigerweise. Gefangen. Was? In einer Transporterfalle. Oh Mann. Ich habe mich gefragt, was ist denn das für ein Nebel? Der vergiftet mich bestimmt, wenn ich da zu lange drin stehe. Nö! Der portet mich! Die Frage ist jetzt nur, wohin? Oh. Wahrscheinlich irgendwo etwas weiter weg. Wo ich vorher wahrscheinlich noch nie gewesen bin. Na, Spiel?
Spann uns nicht zu lange auf die Folter. Laendel, königliche Hauptstadt? Was? Soll ich hier sein? Ach du Scheiße. Wie weit im Norden ist das bitte? Guckt euch das mal an. Oh Gott, ich bin am nördlichen Ende der Map gelandet. Wie? Ich kann... Nee. Blutfleck, Nachricht. Preiset, Nachricht und dann Hebel versuchen. Ja, wie Hebel versuchen? Ich kann nicht mit dem Hebel interagieren. Ich habe nur Blutfleck angucken und Nachricht anschauen. Mehr habe ich doch nicht. Oh, ich hoffe, jetzt kommt kein Boss oder so, Leute. Kann ich jetzt gerade null gebrauchen? Nein, aber dafür ist dort... LOL. Gott sei... Was zur Hölle? Wer chillt denn da? Ich sehe einen großen Riesen. Da ich das dumpfe Gefühl habe, ich gehöre hier nicht her, würde ich sagen, wir verschwinden jetzt einfach mal kurzerhand von hier, oder? Oh boy. Genau, zu dieser Kirche. Moment, habe ich nicht hier in der Nähe auch schon? Andi, das war Marikas Pfeil, durch den ich wiederkommen konnte. Okay, na dann. Oh, ja. Das hat mich jetzt echt überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, ich wusste gar nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Eine random Truhe schickt mich sofort in, keine Ahnung, das hörte sich fast schon an wie das letzte Areal von Elden Ring's Story. Aber ob das auch wirklich so ist, keine Ahnung. Wir werden es ja sehen, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Aber bis dahin können wir uns ein bisschen, ja, Pause sozusagen gönnen. Also damit will ich eigentlich nur sagen, der Part ist für heute beendet. Und dann werden wir im nächsten Part schauen, wie es weitergeht. Dann werde ich hier etwas weiter die Insel erkunden, den letzten Rest. Ja, der Turm der Rückkehr. Und dann schauen wir mal, was außer dieser Teleportationsmöglichkeit sonst noch so auf der Insel wartet. Aber für heute würde ich erstmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!